herzlichen Glückwunsch zur DEA-Reinigungs-CD. Diese CD ist etwas ganz Besonderes. Nur sie besitzt den Lens Cleaner, eine Reinigungsvorrichtung, mit der Sie das empfindliche Abtastsystem Ihres CD-Players zuverlässig und abnutzungsfrei pflegen können. Für brillanten Sound und optimalen Hörgenuss. Während Sie Ihrem CD-Player etwas Gutes tun, treffen Sie gleichzeitig auf viele Stars und Prominente. Lauter bekannte Stimmen, die Sie für Ihren Anrufbeantworter nutzen können. Meisterhaft parodiert von Jörg Knörr. Da legt garantiert keiner mehr auf. Und so wird's gemacht. Platzieren Sie Ihren Anrufbeantworter ca. 10 bis 30 cm vor einer Lautsprecherbox Ihrer HiFi-Anlage und stellen Sie eine mittlere Abhörlautstärke ein. Experimentieren Sie ruhig ein wenig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Sie können natürlich auch vor oder nach der Ansage Ihren Namen oder Ihre Telefonnummer aufsprechen, damit Ihre Anrufer wissen, dass Sie richtig verbunden sind. Und denken Sie immer daran, ein sauberes Gerät hält länger. Doch nun, viel Spaß mit dem DEA Lens Cleaner und Jörg Knörr. Haha, ihr Narrinnen und Narrenesen, in diesem Haus ist gerade kein Wesen, kein Geist, kein Hund, nicht mal eine Maus. Alle sind nur gerade raus, drum hilft nur eins, statt Warteschleifen, bespricht dies per Hand gleich nach dem Pfeifen. Achtung, ich kann ja gar nicht pfeifen. Na gut, dann eben nach dem Bellen. Holraheidi, ihr Narren und ihr Narrenesen. In diesem Haus ist gerade kein Wesen. Drum hilft nur eins. Statt Warteschleifen bespricht dies Band gleich nach dem Pfeifen. Achtung. Hey, ich kann ja gar nicht pfeifen. Na gut, dann eben nach dem Bellen. Hey, ich bin's, aber sonst ist niemand da. Drum sprechen Sie doch einfach nach dem Pfeifen. Achtung, ich kann gar nicht pfeifen. Na gut, dann eben nach dem Bellen. Meine lieben Freunde, dies ist die Stunde und dies ist auch der Moment, in dem es ganz allein auf Sie ankommt. Sie persönlich können jetzt Ihren Beitrag zur Geschichte leisten. Ihr Name und auch Ihre Botschaft werden festgeschrieben und weitergetragen. Jetzt gleich nach dem Piepston. Hallo? Ja, hier ist der Bundeskanzler. Als vollmundiger Staatsbürger haben Sie die Wahl. Legen Sie auf oder sprechen Sie diesen netten Leuten auf Band. Hallo? Sekunde. Mein Baby. Seid doch mal ruhig. Nein, nicht Sie. Sie sollen ja was auf Band sprechen. Und wenn Sie gerade dabei sind, vielleicht singen Sie noch ein Schlaflied drauf für den Kleinen. Ich krieg das einfach hier nicht geregelt. Also jetzt sprechen Sie nach dem Aufschlag, Piepston. Hallo? Hallo? Ah, Moment. Mein Baby. Machen Sie doch einfach Ihren Aufschlag nach dem Pups. Nach dem Pieps. Hey, hallo Fuzzis. Keine Panik. Hier ist der Antwortberufer. Quatsch. Hier ist der Fürwortbeantworter. Nee, der Einlaufbefürworter. Ach, Sie wissen schon, ne? Der Laberkasten. Also, nuscheln Sie was drauf, sülzen Sie nach dem Pfeifton, lassen Sie die Sau raus. Wir lallen zurück, wenn ich wieder nüchtern bin. Ich bin völlig allein hier, keiner zu Haus, darum lallen Sie doch einfach auf die Bandmaschine drauf. Ja, bitteschön, was möchten Sie? Moment, mein Hörgerät spinnt wieder. Was? Ich kann Sie nicht verstehen, was? Stützstrümpfe, ich höre so schlecht. Etwas lauter, bitte.
Schreien Sie doch nicht so. Ich höre Sie sowieso nicht. Moment, ich gehe eben den Anrufbeantworter einschalten. Mein Gott, die Vase! Sprechen Sie doch einfach. Ich muss jetzt hier aufkehren. Momentchen, ich komme. Ich komme ja schon. Mein Gott, die Vase! Sprechen Sie doch einfach nach dem Piep. Ich muss jetzt hier aufkehren. Unglaublich, unfassbar, aber gut, dass Sie gerade jetzt anrufen. Welch ein Zufall, Sie können mir helfen. Na, es geht ums Besprechen. Ich habe alles schon besprochen. Ich habe Bücher besprochen, Manuskripte besprochen, sogar Warzen besprochen. Nur eins habe ich noch nicht begriffen. Wie bespricht man bloß einen Anrufbeantworter? Also, helfen Sie mir, zeigen Sie es mir, jetzt! Gut, dass Sie jetzt anrufen. Helfen Sie mir. Ich habe schon so viele Bücher besprochen. Aber wie bespricht man bloß einen Anrufbeantworter? Zeigen Sie es mir einfach. Jetzt! Brüder und Schwestern, hier ist die Telefonseelsorge. Viele fragen mich, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ich weiß nicht, aber eins ist sicher. Es gibt ein Sprechen nach dem Piepston. Also beichten Sie jetzt auf dies Teufelsgerät oder schweigen Sie für immer. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er will auch unterrichtet sein, gut informiert per Telefon. Drum gib jetzt Nachricht nach dem Ton. Also nochmal, wie heißen Sie? Was wollen Sie um diese Zeit von diesem Anschluss? Und wie ist Ihre Telefonnummer? Das kann doch nicht so schwer sein. Wir kriegen das sowieso raus. Also, bringen wir die Sache hinter uns. Reden Sie endlich nach dem Piepston. Und Müller, Sie schreiben alles genau mit. Jawohl, Herr Kommissar. Hier Notruf 110. Wie heißen Sie? Was wollen Sie um diese Zeit von diesem Anschluss? Und wie ist Ihre Telefonnummer? Reden Sie endlich nach dem Piepston. Und Müller, Sie schreiben alles genau mit. Jawohl, Herr Kommissar. Hallo, wir sind's. Unser Herrchen ist gerade nicht da. Nein, nein, ist gerade ausgelaufen. Hinten oder vorne? Ist doch egal, weg ist weg. Und drum sollen Sie nicht vergessen, uns einfach hier zu sagen, wessen Anruf hier ankommt. Genau. Genau. Hallo, wir sind hier. Hier sind wir. Und Sie sind dort. Unser Herrchen ist fort. Drum legen Sie nicht auf. Und sprechen bitte drauf. Viel Spaß, viel Glück. Wir rufen auch zurück. Lass dich überraschen. Ja, jetzt können Sie was gewinnen. Und hier sind die Quizfragen. Erste Frage, wie heißen Sie? Zweite Frage, was möchten Sie? Und dritte Frage, wo können wir Sie zurückrufen? Sprechen Sie bitte die richtigen Lösungen auf unser laufendes Band. Dann können Sie was gewinnen. Ja, meine Sympathie. Toi, toi, toi. Lass dich überraschen. Ja, wenn auch Sie gewinnen wollen, dann sprechen Sie einfach auf dieses laufende Band. Wir rufen garantiert zurück. Captain, wir haben ein fremdes Objekt auf dem Schirm. Identifizierung unmöglich. Kontaktaufnahme erforderlich. Also gut. Wer oder was auch immer Sie sind, ich hoffe, Sie kommen in friedlicher Absicht. Wählen Sie unsere Sprache und teilen Sie uns Ihre Mission mit. Identifizierung in wenigen Sekunden. 3, 2, 1. Ah!
Also gut, wer oder was auch immer Sie sind, ich hoffe, Sie kommen in friedlicher Absicht. Wählen Sie unsere Sprache und teilen Sie uns Ihre Mission mit. Servus, meine Damen und Herren. Wissen Sie, was jetzt passiert? Die kleine Walze in meinem Rekorder nimmt alles auf, ja, da passt was drauf. Allerhand, Sarin, hier ist ein Mensch am Telefon. Drum sprechen Sie jetzt nach dem Ton. Bis bald! Hier ist der Peter auf der Flirtline. Sans Fisch, sprechen Sie mir was Nettes auf Band. Achtung, jetzt.